Hallo, herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Konversion, zur Frage, warum Conversion-Optimierung ein doofer Begriff ist. Ich erkläre es mal so. Jedes Unternehmen hat eine organische Wachstumskurve, okay? In dem Moment, wo wir ein AB-Test ausrollen, ein erfolgreiches Ergebnis, macht das Unternehmen mehr Umsatz. Unser Experiment sagt 6% Uplift, es wird ausgerollt. Irgendwo haben wir diese Umsatzkurve ein bisschen verändert. Wenn wir das jetzt wiederholen und nochmal und nochmal und nochmal machen, dann verändern wir tatsächlich die Wachstumskurve des Unternehmens. Und das zeigt doch viel besser, was der Impact unserer Arbeit ist, als in dem Begriff Conversion-Optimierung steckt. Das klingt so nach Kellerkinder, die ihrem Hobby nachgehen und Buttonfarben testen. Nein, das machen wir nicht. Denkt dran, Amazon macht fast 2000 AB-Tests im Jahr. Deren Kurve sieht irgendwie so aus. Was sind also die Erfolgsfaktoren, um das wirklich zu verändern? Drei einfache Dinge muss jeder für sich messen und optimieren. Die Frage, wie viele Experimente können gemacht werden? Was ist die Erfolgsquote dieser Experimente und was ist der durchschnittliche Uplift? Mit einer besseren Priorisierung zum Beispiel erhöht ihr die Erfolgsquote. Sowas könnt ihr mit Iridion machen. Mit besseren Insights, die zu besseren Hypothesen führen, erhöht ihr den Uplift. So verändert ihr diese Kurve und macht wirklich einen Unterschied und optimiert nicht im Keller rum. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.